Hallo, ich habe heute ein Empties-Video für euch. Wer die Reihe nicht kennt, man zeigt da seinen Müll. Also, ja, wer es interessant findet, kann gern dranbleiben. Wenn nicht, dann kann ich auch gut verstehen, wenn ihr wegschaltet. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil man kann halt einfach so Mini-Reviews zu jedem Produkt abgeben, das man aufgebraucht hat. Und so kann man halt alle Produkte, die man irgendwie jemals gekauft hat, irgendwie wieder, bewerten. Oder einfach zeigen und sagen, ja, das ist gut, das ist schlecht. Je nachdem, wie das dann eben so ist. Und ich würde sagen, ich fange sofort an und zeige euch so ein paar Sachen. Das Ganze ist so ein bisschen kurios, weil in dieser Tüte nur Deos drin sind und hier alles mögliche andere. Und die ist kleiner als die Tüte. Ich würde trotzdem kurz mit dieser Tüte anfangen und da kurz durchgehen im Schnelldurchlauf, weil das echt viele sind. Das hier von Rexona ist mein Lieblingsdeo. Ich finde, das riecht super gut. Das ist das Shower Fresh von Rexona. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche und ich liebe das. Dann Baby Lovely, finde ich richtig lecker, riecht super gut. Betrage ich eigentlich, wenn ich nicht ein anderes trage, ziemlich oft. Dann Dusch das Traumland, hier nochmal Rexona Cotton Candy. Dann von Fah, die benutze ich auch richtig gerne. Einmal das Purple Passion und das Luxurious Moments. Jetzt habe ich keine Hand mehr frei. Hier ist noch eins von Rexona, das ist das Tropical Deo. Und dann habe ich nochmal von BB, einmal nochmal das BB Lovely und das BB Happy Deo. Ja, wie ihr seht, ich benutze sehr viel Deo, aber das ist, glaube ich, nicht so schlecht, wenn man viel Deo benutzt. Ich meine, das ist jetzt Deo von, weiß ich nicht, ein paar Monaten. Deswegen, ja, vergibt mir den krassen Verbrauch an Deo-Flaschen. Aber, ja, musste halt sein. Was ich halt am liebsten mag, ist wirklich das von Rexona, das Shower Fresh Deo. Finde ich eigentlich, riecht richtig, richtig schön nach frisch gewaschener Wäsche und nicht so nach irgendwie süßem Zeug, was man sich auf den Körper sprüht. Deswegen ist es eigentlich somit mein Favorit. Kommen wir zu all den anderen Sachen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen interessanter, weil es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Shampoo von Paul Mitchell, das Original Avapui Shampoo. Ich gucke ja immer so, dass ich einen Ausgleich schaffe zwischen Drogerie-Shampoos und halt so High-End, teureren Shampoos, weil ich wissen möchte, ob das ein großer Unterschied ist, wenn man mehr Geld für Shampoo ausgibt. Und so langsam komme ich zu dem Entschluss, nein, man braucht es nicht. Ich finde, die riechen wunderschön und machen die Haare auch gut. Aber zum Beispiel, ich benutze richtig gerne ein Shampoo, das ist das von Elvital, dieses Gelbe. Das ist perfekt für meine Haare. Das macht meine Haare so noch schöner als mit diesem. Also da braucht man nicht so viel Geld ausgeben. Dann habe ich Abschminkprodukt von L'Oreal Skin Perfection, das mit Zellenreinigungswasser. Das habe ich ausprobiert, weil ich finde, dass es eigentlich ein ganz guter Dupe ist oder ein ganz gutes Alternativprodukt zu diesem teuren von Sensibio H2O oder wie das heißt, keine Ahnung. Mache ich ganz gerne. Und dann habe ich auch noch ein BB Duschgel und zwar Granatapfel-Smoothie. Finde ich, riecht richtig gut. War so mein Sommerduschgel, das so ein bisschen fruchtig, aber auch so milchig riecht. Und ganz interessant, mochte ich echt gerne. Dann Trockenshampoo, einmal von Batiste. Das macht so meine Lieblingstrockenshampoos eigentlich, diese Marke. Das ist jetzt in Pretty Opulent Oriental. Und dann habe ich auch noch eins, das ist von Aussie, ein Dry Shampoo, wo Haare dran sind. Die mache ich mal kurz ab. Sorry. Das hier. Das riecht eigentlich auch nicht schlecht, aber ich finde das um einiges besser. Und das macht die Haare weiß und das macht die Haare nicht fettig aussehend. Also eigentlich macht das eher das, was das Trockenshampoo machen sollte. Und das ist jetzt nicht so was, wo ich sagen würde, ja, lohnt sich. Aber muss jeder für sich selbst wissen. Und dann habe ich auch noch von John Frieda Frizz Ease ein Serum. Das mag ich richtig gerne, weil das meine Haare geschmeidig macht. Man muss seine Haare dann zwar ein bisschen früher waschen, als man das eigentlich ohne dieses Produkt machen würde. Bei Serum ist es ja immer so, dass du das nicht so lange in den Haaren drin lassen kannst, ohne dass sie dann fettig werden oder fettig aussehen. Ja, also ich finde, das macht die Haare echt geschmeidig und das ist auf jeden Fall echt was Gutes, vor allem, ich habe es gerade heute wieder benutzt und ich finde, das ist gut, weil da ist auch noch ein Hitzeschutz drin, deswegen lohnt sich das eigentlich, finde ich. Es ist ein bisschen teurer, aber ist okay.
Dann habe ich auch noch von CD einen milden Reinigungsschaum. Das ist auch wieder mit diesem Micellenwasser. Ich mag dieses Micellentechnologie-Zeugs eigentlich echt gerne, weil man da weniger reiben muss, sondern eher das einfach auf der Haut drauf lässt und dann sie nach einer Zeit dann einfach abwaschen kann mit Wasser. Und ich mag Schaum sogar lieber als dieses Flüssige, was ich jetzt eben hier hatte von L'Oreal. Ich mag das gerne, weil man einfach so ein bisschen das auf die Hand pumpen kann. Man braucht halt kein Wattepad, was volle Verschwendung ist eigentlich von Wattepads, weil du so viele von brauchst. Und dann reibst du einfach das in die Hände ein, kannst dann ins Gesicht einmassieren und ich mag das echt richtig gerne, weil es meinem Gesicht einfach gut tut und das Make-up gut runterkommt. Und ja, habe ich noch was vergessen? Ich glaube, eins habe ich noch vergessen und zwar von Sias ein Hitzeschutz-Styling-Spray. Das hatte ich ganz lange benutzt. Ich finde das auch echt nicht schlecht eigentlich. Da ist es weg. Hab's wieder. Und ja, also es ist nicht schlecht. Ich finde, das macht jetzt nichts Besonderes. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich benutze nicht so oft so einen Spray zum Schutz. Ich benutze halt eher dieses hier, dieses Serum. Obwohl es schlecht ist, ich weiß. Und ich werde hier versprechen, beim nächsten DM-Haul seht ihr ein Hitzeschutzspray von mir. Ich weiß noch nicht, woher. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Hitzeschutzsprays. Deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was da so euer Lieblingsprodukt ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und das waren auch alle Sachen, die ich jetzt hier aufgebraucht habe. Mein Müll. Man kommt nicht so ein bisschen dumm vor, weil man, naja, Müll sammelt und Müll hortet. Aber ja, was man nicht alles tut. Genau. Das war's jetzt von mir und meinem Müll. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.